Katrin Glock hat in einem Brief an Verkehrsministerin Leonore Gewessler die Art ihrer Abberufung als Aufsichtsrätin der Flugsicherung Austrocontrol bekrittelt. Dass Gewessler diesen Schritt mit der Geringschätzung gegenüber einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss begründet hat, bezeichnete die Ehefrau des Waffenproduzenten Gaston Glock als höchst befremdlich. Insbesondere, weil zum Zeitpunkt der Presseaussendung am Tag nach ihrer Berufung im U-Ausschuss noch nicht einmal ein inoffizielles Protokoll vorgelegen ist, argumentiert Glock in dem der OE24-Redaktion vorliegenden Schreiben. Sie haben ihre Entscheidung offenbar alleine auf Basis der laufenden Kurzzusammenfassungen aus den Medien getroffen oder Zurufe von Abgeordneten ungeprüft und reflexionslos ihrer Entscheidung zugrunde gelegt. Zudem würde keine einzige ihrer Aussagen in dem nunmehr vorliegenden Protokoll den Vorwurf Gewesslers bestätigen. Glock vermutet, dass ihre Abberufung, geleitet von politischen Motiven, bereits lange geplant gewesen sind und Gewessler nur nach einem Grund gesucht hat, wie sie der Verkehrsministerin schrieb. Glock fordert daher von der Ministerin eine konkrete Darlegung, aufgrund welcher Fakten Gewessler diesen unhaltbaren Vorwurf gründe. Dabei geht es ihr einzig um die Aufklärung ihres Abberufungsgrundes als Aufsichtsrätin der ACG, schreibt Glock. Denn eine Rückkehr als Aufsichtsrätin ist für sie ausgeschlossen. Daher hat sie bereits vor der Abberufung ihr Mandat zurückgelegt, wie Glock abermals festhielt.